Hi, ich bin der Jens mitten von Bergen aus dem wunderschönen Österreich und ich mache einfach so YouTube-Videos. Einen wundervollen Tag wünsche ich euch allen. Heute geht es um die Canon EOS M50 Mark II, Canon EOS M50, MK2, wie auch immer. Sonst sagt noch irgendjemand, ich würde nur Sony-Content machen, das will ich nicht. Aber wir reden gar nicht lang rum, sondern starten gleich rein. Wie immer schauen wir zuerst von oben auf die Kamera drauf. Hier haben wir den Blitzschuh. Ihr könnt Canon-Blitze oder Blitze von Fremdherstellern, Godox, Nissi oder Yongnuo draufstecken oder auch von irgendwelchen anderen. Natürlich passen auch Mikrofone wie das Rode drauf oder eine Videoleuchte oder so. Darunter ist noch der Blitz versteckt, den seht ihr hier einfach so hoch. Ein Stück weiter rechts findet ihr den Knopf zum Umschalten von Autofokus zu Manuellfokus. Wir gehen so von rechts oben, hier ist der Auslöser zum Fotografieren und mit dem Drehrad könnt ihr Zeit, Blende oder ISO oder noch was anderes verstellen, je nachdem was ihr drauf belegt. Rechts daneben ist der Videoknopf, einmal drücken startet ihr das Video, nochmal drücken stoppt ihr das Video. Direkt darunter findet ihr das Wahlrad, an dem Hebel hier könnt ihr die Kamera ein- und ausschalten. Das Wahlrad funktioniert wie folgt, das grüne A hier ist Automatikmodus, ihr könnt hier nichts verstellen, die Kamera macht alles selbst, ihr habt keine Chance Einzug. Ein Klick nach oben ist die Programmautomatik. Hier könnt ihr ISO Weißabgleich verstellen oder eine Blendenkorrektur durchführen. Oder auch Programm shiften. Ein Klick weiter nach oben auf TV kommt ihr in die Zeitvorwahl. Hier könnt ihr die Zeit vorwählen und die Kamera macht den Rest. Noch ein Klick nach oben auf AV ist die Blendenvorwahl. Hier wählt ihr die Blende und die Kamera macht den Rest. M ist die manuelle Bedienung. Hier wechselt ihr zwischen Blende und Zeit über den Touchscreen. Einfach hier anklicken, was ihr ändern wollt. Die Kamera hier ist der Videomodus. Hier könnt ihr zwischen dem automatischen Modus und dem manuellen Videomodus umschalten. Im manuellen Modus könnt ihr nur alles manuell einstellen. Eine Blendevorwahl oder Zeitvorwahl gibt es nicht. Kreativfilter könnt ihr so Dinge machen wie Schwarz-Weiß oder Sepia oder so ein Zeug. SCN ist der Szene-Modus, wenn ihr nochmal spezielle Motivvorgaben nutzen wollt, wie Porträt, Landschaft oder so. Auf der linken Seite haben wir noch den Mikrofon-Klinkenanschluss. Auf der rechten Seite einen Micro-USB-Anschluss zum Übertragen der Bilder und darunter einen Micro-HDMI-Anschluss, um die Bilder oder die Videos auf dem Fernseher zu sehen oder zum Livestreamen. Die kleine Taste hier ist die Taste, um die Kamera per WLAN mit dem Handy oder einem Computer zu verbinden. Es gibt übrigens auch einen Direktprint über diese Canon Print Software. Kommen wir zum Rückteil der Kamera. Der Stern hier oben ist für Effekte gut. Okay, das ist nie so wichtig. Der Button hier ist für die Autofokus-Einstellung, zum Beispiel Augen-AF an oder Augen-AF aus. Mit der Info-Taste könnt ihr die Ansicht auf dem Monitor oder dem Bildschirm verändern. Im Gegensatz zur Sony ist dieses Steuerkreuz ja nicht zum Drehen, sondern nur zum Drücken. Nach oben drücken kommt ihr in die Blendenkorrektur, um das Bild ein bisschen heller oder dunkler zu machen. Das Ganze wird hier vorne am Drehrad verstellt. Nach links drücken könnt ihr zwischen manuell Fokus und Autofokus umschalten. Nach unten drücken hat nur in der Wiedergabe die Papierkorbfunktion. Nach rechts drücken kommt ihr in die Blitzfunktion. Blitzautomatik, Blitz ein, Blitz aus. Wenn ihr das Drehrad hier oben dreht, könnt ihr die Blitzstärke um 2 Stufen verstellen. Also ob der Blitz etwas stärker oder schwächer blitzen soll. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Drückt ihr hier auf Menü, kommt ihr in die Blitzsteuerung. Seid mir nicht böse, aber die lasst jetzt mal weg, das würde das Video hier sprengen. Der Pfeil ist die Wiedergabetaste, damit ihr eure Bilder anschauen könnt. Zwischen euren Bildern könnt ihr entweder über das Drehrad hier oben oder über das Kreuz hier unten hin und her wandern. Über den Menübutton kommt ihr logischerweise ins Menü. Dazu können wir später. Die mittlere Taste hier ist die Q- oder Z-Taste. Entweder bestätigt ihr mit der eure Auswahl oder ihr kommt in ein Quick-Menü. Quick, logisch, oder? Und das ist jetzt ein bisschen was Besonderes. Hier könnt ihr das Ganze per Touchscreen bedienen. Im Großen und Ganzen handelt es hierbei um dasselbe Menü wie das Sony-Funktionsmenü. Auch hier habt ihr wieder zwei verschiedene Menüs. Einmal ein Quick-Menü für Foto und ein Quick-Menü für Video. Je nachdem, in welcher Stellung ihr euer Drehrad oben habt, in Foto oder Video. Wir gehen von links runter und dann halt von rechts runter. Autofokus-Modus auswählen. Hier könnt ihr auswählen zwischen Augen-AF, Spotter-AF, Einzel-AF, AF-Methode. Hier könnt ihr ein Feld auswählen. Die Felder könnt ihr alle auf dem Touchscreen verschieben. AF-Betriebssat. Boah, die haben Namen. One-Shot ist die Kamera fokussiert einmal und ihr macht das Bild. Vollständig wäre der Continuous-AF. Betriebsart. Hier hätte die Kamera Mehrfachbelichtung, Reihenaufnahme mit dem One-Shot AF 10 Bilder die Sekunde und dem Servo-AF sind es ungefähr 7,5 Bilder die Sekunde. Den Selbstauslöser könnt ihr Unterschied zwischen 10 und 2 Sekunden auswählen. Beim letzten Punkt könnt ihr auswählen, wie viele Bilder die Kamera nach Ablauf der Zeit macht. Die Messmethode. Die ist mittlerweile bei allen Kameras gleich. Ihr habt eine Mehrfeldmessung, eine Selektivmessung und eine Spotmessung und eine mittelbetonte Messung. Ich würde eigentlich immer auf Mehrfeldmessung lassen und nur in Ausnahmesituationen eine Spotmessung schalten. Bildqualität. Darauf gehe ich nochmal im Menü ein, genauso wie die Movieaufnahme. Das Zeichen hier ist der Weißabgleich. Wenn ihr im RAW fotografiert, ist es egal, was ihr da einstellt. Ihr könnt es nachher in der Post-Production ändern. Wenn ihr im JPEG fotografiert, ist es situationsbedingt. Der nächste Punkt sind die Bildstile. Ich glaube, ihr wisst, was ich davon halte. Genau gar nichts. Genauso wenig halte ich übrigens von automatischen Belichtungsoptimieren und irgendwelchen Kreativfiltern. Das Seitenverhältnis stelle ich um auf 2:3. Wenn ihr euch Bilder im Fernseher anschauen wollt, wäre 16:9 vielleicht ganz interessant
Oder für Instagram ist, glaube ich, 1:1 ganz cool. Wenn ihr hier am Drehrad auf Video stellt, ändert sich das Quick-Menü. Und ihr habt jetzt folgende Einstellung. Aufnahmemodus. Hier könnt ihr wählen zwischen manuellen und automatischem Modus. AF-Modus ist gleich wie im Fotomodus. Movie-Selbstauslöser. Ihr könnt einstellen, ob die Kamera in 2 oder 10 Sekunden mit der Aufnahme beginnt. Movie-Aufnahmegrößen. Hier stellt ihr die Qualität eures Videos ein. 4K, Full HD oder HD Ready. Digital-Zoom ist klar. Zoomt die Kamera ein Stück rein. Das ist nur bei Full HD oder kleiner möglich. In 4K ist das leider nicht möglich. Digital Movie S habe ich auf an. Wenn ihr die Kamera auf dem Stativ, im Gimbal oder im Steadicam oder so habt, könnt ihr es ruhig ausmachen, um Strom zu sparen. Wir gehen direkt ins Menü. Ich habe das Menü auf Normal umgestellt. Das macht ihr im letzten Menüpunkt unter Anzeigeprofileinstellungen. Unter Anleitung sieht es so aus wie hier. Wenn ihr es so wollt, also ich habe es auf Standard umgestellt, weil es einfacher für mich ist und deshalb lasse ich es jetzt auf Standard. Hier gibt es 2 verschiedene Menüs, je nachdem, ob ihr im Foto- oder im Filmmodus seid. Wir machen erst den Fotomodus, dann das Filmmenü. Ich werde im Filmmodus nur die Unterschiede eingehen, sonst wird das Video einfach viel zu lang. Kameramenü, Seite 1:9. Bildqualität. Ich habe hier immer die Auswahl zwischen RAW, das ist ein echtes RAW, das C-RAW ist eine komprimierte RAW-Version, die etwa 70% des Speicherplatz eines RAWs braucht. In meinen Tests habe ich nur ganz geringe Unterschiede in echten Grenzbereichen festgestellt. Und natürlich habt ihr JPEG. Die Auflösung im RAW beträgt 24 Millionen Pixel, also 6000 x 4000 Pixel. In JPEG gibt es nur 2 Komprimierungsstufen, das sind die Treppchen hier und 3 verschiedene Auflösungen. L sind 24 Millionen Pixel, 6000 x 4000. M sind 11 Millionen Pixel, 3984 x 2656 und S mit 5,9 Millionen Pixel 2960 x 1984. 1984, cool, ne? Seitenverhältnis. Ich gebe immer das 3:2. Das ist unser europäisches Format. Dazu noch ein 4:3. Das mache ich nie. 16:9, wenn ihr die Bilder auf dem Fernseher anschauen wollt. Und 1:1. Das ist, glaube ich, für Instagram ganz cool. Belichtungskorrektur A, E, B Einstellung. Das mache ich im Quick-Menü. Das ist das hier. ISO-Empfindlichkeitseinstellung. ISO-Empfindlichkeit könnt ihr entweder automatisch oder einen festen Wert einstellen. Max Auto. Hier könnt ihr das ISO begrenzen, wenn ihr zum Beispiel nur 3200 als Maximum haben wollt und nicht viel höher gehen wollt. Automatische Belichtungsoptimierung. Hier könnt ihr die Belichtung optimieren. Gering, mittel, stark. Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich sowas gleich ausschalte. Wie immer müsst ihr das selbst entscheiden. Spielt ein bisschen rum. Das funktioniert übrigens nicht bei manueller Belichtung. Tonwertoptimierung. Diese Funktion soll Überbelichtung verhindern. Wie immer schalte ich das aus. Menü, Seite 2:9. Blitzsteuerung. Hier findet ihr die Blitzeinstellung. Ich lasse es hier immer auf dem normalen Blitz einfach an, wenn ich ihn brauche. ETTL-Messung lasse ich immer auf mehrfach. Gesicht und den roten Augen ein-aus deaktiviere ich komplett immer. Den Rest schenke ich mir, das wird den Rahmen des Videos sprengen. Messmethode. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Mehrfeldmessung, Selektivmessung, Spotmessung und Mittelbetontmessung. Wie immer mache ich das im Quick-Menü. Weißabgleich. AWB ist der automatische Weißabgleich. Wenn ihr im RAW fotografiert, ist es eh egal. Ihr könnt den Weißabgleich noch im Nachhinein in eurer Bildbearbeitung bearbeiten. Den Rest sind Unterprogramme. Der Rest sind Unterprogramme. Unter dem lustigen Zeichen hier könnt ihr den Weißabgleich manuell einstellen. Custom WB, hier könnt ihr die Daten für den Weißabgleich speichern. WC-Korrekteinstellung, hier könnt ihr den Weißabgleich nachkorrigieren. Farbraum, ich stelle um auf Adobe RGB. Sind ein paar Farben mehr. Das wird niemand merken, aber ich fühle mich viel besser damit. Menü, Seite 3:9, Bildstil. Hier könnt ihr so ein bisschen den Bildstil ändern. Objektiv-Apparationskorrektur. Hier könnt ihr die Verzeichnung des Objektivs ausgleichen. Normal macht man das in Lightroom oder halt in eurer Bildbearbeitung. Rausch reduzieren bei Langzeitbelichtung. Ich kann euch nicht sagen, wie Canon das genau macht mit dem Schwarzbild dahinter oder die Fehler rausrechnet. Die Kamera rechnet aber noch ziemlich lange nach, bevor ihr das nächste Bild machen könnt. Deswegen stelle ich das eigentlich immer auf Aus. Staublöschungsdaten. Da macht die Kamera einfach eine Sensorreinigung. Menü, Seite 4:9, AF-Betrieb, sind die AF-Einstellungen. One-Shots nutze ich meist zum Fotografieren, wobei der Canon AF so gut ist, dass man ruhig auf Servo, also Continue-Autofokus, stellen kann. AF-Methode, hier habt ihr die Auswahl zwischen AF mit Augen-Autofokus und das klappt echt gut bei der M50. Egal was ich gemacht habe, er hat immer mein Auge wiedergefunden. Sport-AF, Einzel-AF oder AF-Messfeld-Methode. Augenerkennung, das ist der Augen-AF. Die Kamera findet euer Auge und bleibt auch scharf auf eurem Auge. Kontinuierlicher AF, die Kamera fokussiert ständig, also sie sucht sie immer wieder neuen Punkt zum Touch-and-Drag-AF-Einstellung. Hier könnt ihr einstellen, dass ihr, wenn ihr durch den Sucher schaut, mit dem Touchscreen den AF-Punkt mit dem Daumen auf dem Display verändert. Fokussiermodus, hier könnt ihr zwischen AF und MF umschalten. Geht natürlich auf der Taste hier viel schneller. Menü, Seite 5:9, Einstellung für MF-Peaking, wenn ihr manuell scharf stellen wollt. Erleichtert euch das Peaking, dadurch, dass die Kanten in Rot, Gelb oder Blau angezeigt werden, das Scharfstellen ein bisschen. AF-Hilfslicht. Wenn es zu dunkel ist, schaltet sich das AF-Hilfslicht dazu und die Kamera kann deutlich besser fokussieren. Objektiv elektronische MF ist eine manuelle Fokushilfe. Wenn ihr mit Objektiven arbeitet, die einen elektrischen Fokusring haben, wie hier bei meinem Sony-Objektiv, so welche gibt es auch von Canon.
Menü, Seite 6 von 9. Betriebsart, die habe ich schon im Quick-Menü erklärt. Genauso den ISP-Stabilisierungsmodus. Touch-Auslöser, hier könnt ihr über Antippen auf dem Display ein Bild machen. Rückschauzeit, wie lange ihr euch euer gemachtes Bild anschauen wollt. Messtimer, wie lange ihr zum Beispiel eure Belichtungswerte, Zeit und Blende und so weiter speichern wollt. Wenn ihr zum Beispiel Blende 8 habt und das nächste Bild auszumachen wollt, könnt ihr hier sagen, wie lange die Kamera diesen Wert speichern soll. Belichtungssimulation, der Bildschirm zeigt, wie das Bild wird, ob es zu dunkel oder zu hell ist. Zum Beispiel, wenn ihr das Blendenkorrektur verstellt, seht ihr direkt, ob das Bild zu dunkel oder zu hell ist. Menü, Seite 7 von 9. Anzeigeaufnahme, Bildschirminfo-Einstellung. Hier könnt ihr auswählen, was ihr im Bildschirm sehen wollt. Sucherinfo-Einstellung, dasselbe wie oben, nur halt, was ihr im Sucher seht. Sucheranzeigeformat und Sucheranzeigeleistung würde ich nicht verstellen. Display spiegeln, warum sollte man das machen? Sucheranzeigeformat, ob ihr den Sucher, das Display oder beides sehen wollt. Hier ist so ein Sensor, der erkennt, ob ihr gerade in den Sucher schaut. Anzeigeleistung, verstelle ich auf flüssig. Ich würde bei der Einstellung aber auf jeden Fall einen zweiten Akku empfehlen. Menü, Seite 8 von 9. Movieaufnahme. Tonaufnahme lasse ich auf automatisch. Ihr könnt noch manuell einstellen oder die Tonaufnahme komplett deaktivieren. Windfilter und Dämpfung habe ich auch auf automatisch gelassen. ISO-Empfindlichkeitseinstellung im Filmmodus. Hier könnt ihr die maximale ISO im Film einstellen. Leider könnt ihr nur zwischen 6400 und 12800 wählen. Movie Servo RF ist eigentlich wie ein Continuous RF. Ich würde ihn aktivieren. Geht echt super bei Canon. Langzeitautomatik beim Film stelle ich auf aus. Man sollte beim Film eh die Zeit vorwählen, damit es mit der Framerate passt. Von daher ist das recht unwichtig. Menü, Seite 9 von 9. Automatische Wasserwaage. Hält das Bild im Film automatisch auf der waagerechten. Geht aber nur, wenn der Bildstabilisator aus ist. Auslösefunktion für Movie. Wenn ihr den Auslöser halb durchstellt, könnt ihr eine Belichtungsmesse oder den Servo One-Shot oder nur eine Belichtungsmessung durchführen. Menü. Seite 1 Video. Aufnahmemodus. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Manuell- und Automatikaufnahme. Movie-Aufnahmegrößen. 4K mit 23,98 FPS. Warum das 23,98 FPS sind, kommen wir ein andermal zu. Full HD mit 60 FPS sind 59,94, 30 FPS 29,97, 24 FPS das sind 23,98. Oder ein HD 1280x70 mit 60 FPS. Ihr könnt noch hohe Bildraten aktivieren, da wären wir bei 120 FPS, also 19,9 für eine Zeitlupe oder so. Auflösung jetzt in PAL, 4K 25p, Full HD 50 und 25p, HD 50p. Hohe Bildraten, also eine Zeitlupe, macht die Kamera in HD 1280x720 mit 100 FPS. Tonaufnahme lasst ihr auf automatisch. Ihr könnt noch manuell einstellen oder die Tonaufnahme komplett deaktivieren. Menü, Seite 2. Belichtungskorrektur habe ich schon in der Displayerklärung erklärt. Die anderen Einstellungen hatten wir schon im Fotomodus. Sie stehen halt nur irgendwie an einer anderen Stelle. Menü Seite 3, hier sind einfach die Weißabgleicheinstellungen drin. Das sind dieselben wie im Foto, ihr könnt das einfach so 1:1 übernehmen. Objektiv Apparationskorrektur könnt ihr die Verzeichnung des Objektivs ausgleichen. Im Video ist das nicht so wichtig, ich erkläre an einer anderen Stelle mal warum. Videoschnappschuss, hier habt ihr die Möglichkeit während des Videos ein Bild zu machen. Zeitraffer Movie, hier habt ihr die Möglichkeit zwischen drei vorprogrammierten Szenarien zu wählen oder das Ganze manuell eingeben. Hinter jeder Szene ändert die Zeit zwischen den Bildern. Szene 1, hier könnt ihr zwischen 1 und 4 Sekunden, in Szene 2 zwischen 5 und 10 und in Szene 3 zwischen 10 und 3 Sekunden wählen. In Custom könnt ihr machen, was ihr wollt. Anzahl der Aufnahmen, wie viele Bilder die Kamera machen soll und hier seht ihr, wie lange die Aufnahme dauert. Oder wie lange euer Zeitraffer dauert. Movie-Aufnahmegröße, ob euer Zeitraffer in 4K oder Full HD gefilmt werden soll. Automatische Belichtung. Soll die Kamera immer wieder bei Belichtung wechseln? Oder langt einmal und die Bilder werden alle in derselben Belichtung gemacht? Auto ausschalten Bildstabilisator. Die Kamera schaltet den Bildstabilisator aus, sobald ihr mit eurem Timelapse anfangt. Piept bei der Aufnahme logisch, die Kamera piept vor jedem Bild. Das braucht die Welt überhaupt nicht. Menü Seite 5 sind die Autofokus-Einstellungen. Die sind gleich im Foto- und im Videomodus. Das ist genau dasselbe bei Menü 6. Menü 7, Movie-Selbstauslöser. Habe ich übrigens noch nie gebraucht. Da könnt ihr sagen, ab wann die Kamera filmen soll. Veränderungen aktivieren. Da könnt ihr die Kamera in einer Fernsteuerung bedienen, also Movie-Stopp oder Movie-Ende. Menü. Was ich die ganze Zeit vergessen habe, Movie-Rotation-Info ändern oder Bild-Rotation-Info ändern, bedeutet eigentlich nur, dass es hochkant gestellt wird. Also zum Beispiel für Instagram oder TikTok, wenn ihr da so Videos machen wollt. Und wo wir bei vergessen sind, vergesst nicht, Abo zu drücken und liken und so. Naja, ihr wisst schon. Zurück zum Video. 8 hatten wir schon alles im Fotomodus, genauso wie bei Menü 9. Das Wiedergabemenü ist bei Foto und Video wieder gleich. Bilder schützen, klar, schützt eure Bilder vor versehendem Löschen. Bilder löschen, naja, das sagt der Name schon, ihr löscht Bilder. Genauso wie bei Bilder drehen.
MovieRot-Info ändern. Bewertung. Ihr könnt eure Bilder bewerten. Das kann man zum Beispiel auch bei Lightroom machen. Das sind diese Sternchen. Wiedergabemenü 2. Druckauftrag. Hier könnt ihr Bilder direkt über die Canon Print Software drucken, per WLAN oder Kabel. Ihr könnt ein Bild oder einen ganzen Ordner gleichzeitig drucken. Fotobucheinstellung. Sorry, ich habe überhaupt keinen Plan von Fotobüchern. Menü 3. Hier könnt ihr eure Bilder in der Kamera schon ein bisschen vorbearbeiten mit Kreativprogramm oder Ausschnitte machen. Wiedergabemenü 4. Hier könnt ihr so eine Art Diashow machen, falls ihr euch die Bilder im Fernseher anschauen wollt. Wiedergabemenü 5. Hier könnt ihr Einstellungen einstellen, dass ihr seht, mit welcher Blende ihr zum Beispiel oder mit welcher Zeit ihr Bild oder Video gemacht habt. AF-Feldanzeige zeigt an, wo euer Autofokus hinfokussiert hat. HDMI-HDR-Ausgabe. Wenn ihr einen HDR-Fernseher habt, könnt ihr euch die Bilder oder Videos in HDR anzeigen lassen. Nächster Menüpunkt ist Netzwerk. Wie ihr die Bilder aufs Handy übertragt, euer Netzwerk oder wie auch immer einbindet. Hier mache ich irgendwann mal ein eigenes Video drüber, das kann aber ein bisschen dauern. Menüeinstellung. Menü 1. In welchen Ordner ihr die aufgenommenen Bilder haben wollt. Dateinummer habe ich bei der Canon immer auf Reihenfolge, also die Kamera zählt einfach die Bilder weiter. Karte formatieren. Ihr formatiert die Karte und löscht alles runter. Automatisch drehen. Dreht die Bilder automatisch in Hochkant oder Querformat. Datum, Zeitzone. Hier stellt ihr ein, wo ihr wohnt und dazu noch Datum und Uhrzeit. Das alles wird in den Bildern in der EXIF-Datei gespeichert. Menü, Seite 2. Sprache, was halt für euch am einfachsten ist. Videosystem, PAL oder NTSC. Ich nehme immer ein NTSC auf, das habe ich ja schon oft genug erklärt. Piepton, kein Kommentar. Piept halt, wenn es an ist. Stromsparmodus. Hier könnt ihr so Sachen einstellen, wie lange das Display oder der Sucher anbleiben soll, wenn ihr nichts mehr macht oder wann sich die Kamera von selbst ausschalten soll. Menü 3. Anzeigeeinstellungen. Hier könnt ihr festlegen, ob die Kamera automatisch zwischen Sucher und Monitor hin und her schalten soll. Wenn es auch manuell steht, müsst ihr den Monitor schließen, wenn ihr den Sucher nutzen wollt. Manuelle Anzeige. Ihr könnt zwischen Sucher und Bildschirm auswählen. Bildschirmhelligkeit. Ihr habt 7 Stufen, ob ihr den Bildschirm lieber dunkler oder heller sehen wollt. Sucherhelligkeit. Logischerweise dasselbe wie Bildschirmhelligkeit. Im Sucher habt ihr aber nur 5 Stufen. UI-Vergrößerung. Wenn ihr mit 2 Fingern auf das Display tippt, könnt ihr die Ansicht vergrößern. Wenn ihr nochmal drauf tippt mit 2 Fingern, bringt die Ansicht wieder auf die normale Ansicht zurück. HDMI-Auflösung ist für Streaming. Ihr könnt euch automatisch oder in Full HD streamen. Welche Auflösung automatisch ist, habe ich irgendwie nicht kapiert. Bei mir hat die Kamera die ganze Zeit in Full HD gefilmt. Touch-Steuerung. Stellt den Touch auf Standard, empfindlich oder aus. Sensorreinigung. Macht die Kamera wieder eine Sensorreinigung oder eine automatische Sensorreinigung. Menü 5. Setzt die Kameraeinstellung auf Grundeinstellungen zurück. Individualfunktion. Hier müsst ihr so ein bisschen rumprobieren, was für euch da am besten ist. Copyright-Informationen. Hier könnt ihr euer Copyright-Informationen eingeben. Bei mir zum Beispiel jens.fcta oder irgendwie so. URL-Handbuch-Software. Hier ist ein QR-Code, der euch auf den Canon-Support-Seite verlinkt. Dort könnt ihr die Software für eure Kamera oder Updates runterladen. Ihr findet hier auch das komplette 175 Millionen Seiten-Handbuch. Anzeige-Zertifizierungslogos. Das sind Zertifizierungslogos, mit denen die Kamera auch kompatibel ist. Firmware. Welche Firmware ihr benutzt. Display-Anzeige. Das habe ich am Anfang schon erklärt. Da stelle ich die Menüanzeige auf Standard zurück. Ich mag es nicht, wenn ich da irgendwie noch was habe. Das geht mir immer auf die Nerven. Modusbeschreibung. Wenn ihr hier am Drehrad die Einstellung verstellt, kommt eine kurze Erklärung, was ihr in den verschiedenen Einstellungen machen könnt. Also so quasi ein Quick Guide. Erläuterung, Kurzbeschreibung, das, was ihr gerade verstellt. Mein Menü lasse ich wie immer weg. Das muss jeder selbst so ein bisschen für sich entscheiden, was er da drin haben will. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und oder geholfen. Es war wieder geil, dass ihr abhängt. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video und Peace. Bleibt cool.